Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode zusammen mit Ebro. Hallo. Leute, wir haben heute, also ist ja eigentlich, hat die Figur das ja jetzt schon verraten, wir haben heute einen ganz besonderen Auftrag. Und zwar werden wir hier, ihr seht schon diese ganzen Felder, mega fetten McDonald's bauen. Das wird der krasseste McDonald's ever. Ich bin gespannt. Ja. So, wo kriege ich denn die Kohle her, Ebro? Ich habe null. Hinten. Ah, da hinten. Oh, ah, ja, gut, ist ja logisch. Da ist ja auch die Küche. Ne? Okay, man kann zusätzlich auch so ein Obi machen, um ein bisschen extra Cash zu verdienen. Wir als Obi-Meister, das werden wir uns gleich mal anschauen. Aber erstmal müssen wir das hier starten. Na, das ist free. Okay, free ist immer gut. Zack. Ja. So, komm jetzt hier. Was kommt jetzt da raus? Ah, irgendwie Paletten. Ja gut, das würde ich jetzt nicht so gern essen, was das ist, aber ist ja auch egal. Oh, man verdient übel schnell Cash, Alter, ja, ne? 15 pro Ding, das ist ja sehr großzügig hier. Direkt das nächste gekauft, Basic Upgrader. Ach nee, kann ich mir nicht leisten. Ich dachte gerade, ich habe schon 200 hier. Ja gut. Okay, zack und jetzt, ja, los, zack, gekauft. Okay, das kann jetzt erstmal laufen. Wir gehen direkt mal zu diesem Obi und holen uns die extra Moneten. Alter, du hast Besuch, Ebro, ne? Ja. Ich nicht. Ey, die sieht ja ganz sommerlich aus. Let's go! Wo muss ich denn hin? Dahin, oder? Okay, es gibt zwei Wege. Aber ganz ehrlich, der sieht ja irgendwie leichter aus. Ne? Wir nehmen mal den. Okay, dann gehen wir links lang. Wow, da war eine Lücke, Alter. Hab ich gar nicht gecheckt. Hui. Nein! Was hast du gemacht? Ja, ich bin in die Lava gerannt. Alter, hey, wo bin ich denn jetzt? Ups. Ah, hier. Let's go! Alter, ich springe aber direkt mit diesem Superjump. Boah! Okay, es geht nicht. Alter, der Mitte ist ja übel einfach. Ja, okay, wir machen erstmal die mit. Oh, Ebro, du Lusche. Hä? Du Lusche. Was bist du gestorben? Ich weiß nicht, was passiert ist. Keine Ahnung. Also, Alter, wieso bin ich denn so klein? Ist das normal? Hä? Da, wie sehe ich denn aus? Meine Arme sind so voll komisch am Körper. Geschafft, Leute, easy. Zack. Und was kriegst du? 1000 kann es sein oder 1500 oder so. Hey, das lohnt sich voll, oder? Ich weiß echt nicht, was ich hier gemacht habe schon wieder. Hey, was ist denn los, Ebro? Bin gestorben, Mann. Wieder bei diesem Mittelding? Ja. Ich weiß echt nicht, was passiert. Ich bin, glaube ich, zu dick und deswegen geht's runter. Ja, du bist halt gefühlt auch nur einen Meter großer. Das kannst du ja eigentlich nicht sagen. So, nein, es muss nicht lachen, bin auch runtergefallen. Jetzt aber mal ganz langsam, Leute. Wir machen jetzt hier die Ego-Perspektive. Wobei, damit komme ich eigentlich gar nicht klar. Wir machen die lieber nicht. So. Zack. Geschafft. Ich bin jetzt beim Gelben, Leute. Das heißt, das ist das Mittlere. Katsching! Alter, 5000 hat das gegeben. Boah, wie ich jetzt im Speed... Ach, hier so, das sind diese... Oh, ja, mich hat es erwischt. Aber egal, wir haben es geschafft. Jetzt kommt das Schwere, das Rote, Leute. Direkt extra Moneten ja nochmal. Das muss ja dann mindestens 10.000 geben. Ja. Nee, das ist VIP, Leute. Falsche Richtung. Ja. VIP sind wir leider nicht. Noch nicht. Aber wenn wir das fetteste McDonald's haben, dann sind wir auf jeden Fall VIP. Ebro hat das Grün jetzt auch endlich mal geschafft. Ja. Okay, Rot jetzt, Leute. Schwer. Rot ist schwer. Hey, das ist doch einfach nur geradeaus laufen, oder? So. Ja. Ja, das war gerade ein bisschen tricky. Ich würde sagen, wir springen. Dann ist das ein bisschen sicherer. Okay. So. Okay. Sieht gut aus, Ebro. Oh, das schaffst du. Hast du das Gelbe geschafft? Ja, habe ich. Oh, Maschine. First try. Hier, ich kürze sogar ab. Ha! Und wir haben es. Boom! Yay. Holla, das hat die Kohle gegeben. Du hast 21.000. Direkt aus der Map raus. Ja, was, ey? Man kann einfach nicht aus der Map glitschen. Okay, nice. Wir haben 21.000 verdient. Das hat sich ja übel gelohnt, Alter. Let's go. Hallo, ich will zu meinem McDonald's, bitte. Okay, mal sehen. Okay, wir haben 21.000 jetzt verdient mit diesen Obis. Mal schauen, wie viel in der Zwischenzeit unsere, was ist das überhaupt, Burger-Verpackmaschine verdient hat. Wahrscheinlich nicht so viel, würde ich mal tippen. Wir gucken, Leute. Das ist gar nicht meins hier, ne? Oh Gott, wo ist denn mein Restaurant? Das ist es, ne? Oh nee, jetzt muss ich durch die ganze Map latschen. Oh, ich habe es Jump'n'Run geschafft. Maschine, yeah, Alter. Wie viel Geld? Jo, wie viel Geld du hast mir als ich. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr glaubt, dass wir hier in der Folge dieses mega fette McDonald's bauen werden und das richtig cool wird. Ich kann jetzt direkt durchkaufen hier, ne? Ja, okay, so heftig durchkaufen konnte ich jetzt doch nicht. Ah, doch hier. Aber geben die Kohle? Hamburger Maker. Hä, geben die Kohle, Ebro? Ah, wir haben auf jeden Fall schon Coca-Cola Maker. Das ist ja jetzt auch McDonald's, das passt ja. Oh. Ich verdiene nix, Ebro. Ich verdiene gerade mal... Ja. 25? Hä, ich verdiene genauso viel wie vorher. Nee, ein bisschen mehr, aber nicht viel. Dafür, dass ich hier so einen Haufen Kohle investiert habe, ist das wirklich low, muss ich leider sagen.
Okay, 15.000 brauchen wir, dann können wir den Hamburger. Ich hätte mir die Maker. Ach nee, wir können den kaufen. French. Ah, okay. Das? Ah, okay, das? Das habe ich mir zumindest mal ein paar Sachen gekauft. Haut das jetzt? Ja, jetzt sieht das schon ein bisschen besser aus, Leute. Schaut euch jetzt mal das Einkommen an. Was kann ich mir noch kaufen? Okay, ich verstehe. Rot bedeutet, boostet dein Einkommen und blau ist ja einfach. Da muss man sich ja gar keine Gedanken machen. Okay, das heißt für 15.000 das nächste. Das dauert jetzt ein bisschen. Jetzt haben wir leider keine Hobbys mehr. Es hat sich herausgestellt, dass man doch die Hobbys mehrmals machen kann. Ha, Alter, zack, zack, hier wird dick abgecashed. Okay, jetzt haben wir, okay, wir haben jetzt Cola, das war der erste, dann Pommes. Aber schaut euch mal die Pommes an, die würde ich auf jeden Fall nicht essen wollen hier da. Das sind die, das könnte alles sein. Ohne Verpackung. Ja, so, dann haben wir Burger und dann haben wir, ich vermute, das ist Käse, aber so genau weiß ich das jetzt auch nicht. Sind das vielleicht Nuggets? Ah ja. Boah, die sehen aber ziemlich eklig dann aus. Ja. Ich weiß ja nicht, ey. Okay, wir investieren wieder zuerst in die Infrastruktur, Leute. Ihr wisst das natürlich. 30.000, 45.000, das dauert noch ein bisschen. Also los zum roten Obi. Direkt hier nochmal 20.000 abstauben. Let's go. Yeah. Man kriegt ja auch dauernd Punkte. Aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Jo, geile Ahnung, ey. Also Geld ist das auf jeden Fall nicht. Ebro hat gerade den krassesten Trick ever rausgefunden. Hä? Oh mein Gott. Okay, ich habe das eingesammelt, ne? Ich habe ungefähr 16.000, 15.000. Hä, hey, das ist ja übel OP, guckt euch das mal an. Oh, hey, guck mal, das ist als unsere Farm. Guck mal mein Geld, Ebro. Einfach hier, einfach 100.000, hallo. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht so. Kann ich einfach drauf stehen bleiben auch? Nee, man muss sich bewegen. Oh, 127, oh, es ist nur 42.000. Hä, hey, was ist los, ey? Oh mein Gott. Ja, okay, wir machen bis 200.000, Leute, dann geht's erstmal zurück zu unserem McDonald's. Ja, moin, 200.000 verdient. Moin. Gar kein Problem. Hier, Ice Cream. Flapjack. Was sind denn Flapjacks? Ah, das sind, wie heißen die denn? Weiß nicht. Ja, ja, doch, doch, das weißt du schon. Mit Ahornsirup isst man die immer. Ah, Pancakes? Pancakes, genau. Was hast du gerade gesagt? Pantastes oder so? Nein. Das war voll komisch irgendwie. Aber ja, Pancakes sind es auf jeden Fall. Nice. Okay, Leute, kaufen uns jetzt. Alter, was? Direkt. Okay, jetzt fangen wir an mit dem eigentlichen McDonald's, Leute. Da wir ja eh übelst viel Cola haben, würde ich sagen, beginnen wir erstmal hier. Bäume. Dann das sind, ich glaube, so Autoabsperrungen, ne? Licht hier, Tür, zack, zack. Nur für Angestellte, genauso besser so. Ah, hier ist McDrive. Küche. Alter, okay, wir kaufen hier mal ein. Jo, hier ist das Menü. Ist das auch wirklich? Ich kenne mich da nicht gut genug aus, aber das sieht schon McDonald's-mäßig aus, ne? Ja, Leute, weißt du, bin ich nicht so der Experte, aber ich glaube schon. Cola? Oh, warte mal, das kann man hier, das kann man sich jetzt hier schnappen. Alter, erstmal Burgermampfen. Oh, lecker. Was sind das für Sounds? Das mache ich auch, wenn ich esse. Nam, 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 das ist irgendwie, das ist einfach so eine rohe Kartoffel, Alter. Geil, sowas wollte ich schon immer haben. Da. Guck mal mein Geld an, Ben. Ja, ich war direkt so übertrieben, Alter. Eine halbe Million. Jo, reichstes McDonald's der Erde. Erstmal übelstes Luxus-McDonald's hier für 200 Millionen. Da kostet dann Big Mac einfach 50 Euro. Okay, Leute, ich kann ja schon krass durchkaufen hier. Die Bäume sind auch sehr fragwürdig. Okay, wir gehen jetzt hier. Oh, hey, ich komme hier. Ah doch, okay, nice. Zack, abgecashed. Okay, was haben wir jetzt hier? Haben wir hier alles? McDrive steht, Kasse steht, alles top, alles picobello. Wand. Zack, Drive-Thru. Ah, hier kann man bestellen. Das ist aber gut gemacht. Ja, echt mega realistisch. Okay, weiter. Hier ist so eine Tafel mit allem, was man nochmal bestellen kann, Leute. Ja, hier ist es auf jeden Fall McDonald's. Und ja, das ist hier so ein Double Whop. Nee, Big. Ach, ich kenne mich da nicht aus, Leute. Hier ist so Car Special auch und so. Ja, ja, sehr nice. Zack. Lichter, Wand. Wir laufen jetzt einfach mal hier drüber über die Dinger und kaufen das hier einfach. Aber Geldleiten hier neigt sich langsam. Alter, übelst. Jo, das sieht so cool aus, Ebro. Boah, Alter, ist echt cool. Übel hochwertig. Das ist ein richtig modernes McDonald's auch. Nicht so eine alte. Das ist cool. Nicht so eine alte Kaschemme, sondern so ein nice. Jo, hier ist noch Spielplatz, oder wie? Haben wir hier einen Spielplatz? Nee, Spielplatz hat das Geld nicht gereicht. Okay, nice. Okay, das ist übel nice. Okay, weiter geht's. Wir holen zwischenzeitlich nochmal Geld dabei. Wir haben leider nicht wie Ebro hier eine Million auf dem Konto. So. Es geht weiter, Leute. Wir laufen hier lang. Hier jetzt. Ah, da fehlt aber noch ein Dach. Kann das sein? Warte mal. Da fehlt ein Dach. Ist das so gewollt? Kann ich das hier McDonald's kaufen? Ah, ne. Okay, let's go. Zack, zack, zack. Oh, die Mülleimer auch. Ah, McCafé sogar. Oh, das ist cool. Das ist echt nice.
Okay, wir haben leider keine. Hat doch ein bisschen Kohle haben wir noch. McDonalds-Zeichen. Ah, das können wir uns nicht leisten. Das kaufen wir zum Schluss, Leute. Fettes McDonalds-Zeichen. Kaufen wir zum Schluss. Wir kaufen hier außen noch ein bisschen und dann werden wir wohl das Jump'n'Run nochmal machen müssen. Oder schafft es meine eigene Herstellung hier genug abzuliefern? Ich weiß es nicht. Ich habe so viel gekauft jetzt schon eben. Das ist heftig. Diese Absperrung ist auch mega sicher. Da kann einfach jeder hier so in die Burgerfabrik reinspringen. Ich weiß nicht, ob ich bei so einem McDonald's... Also es sieht zwar von außen gut aus, aber so wie die Küche da gesichert ist, da weiß ich nicht, ob ich da einkaufen gehen möchte. Oh, jetzt kann ich das McDonald's... Ah, nee, kann ich mir nicht. Ah, verdammt. Okay, Parkplätze. Aha. Okay. Dann hier, das sind wieder so Absperrungen, ne? Aha. Okay, Straßenlichter. Alter, hier gibt es nochmal richtig, nochmal noch teureres McDonald's-Zeichen. Zack, zack. Okay, jetzt sind wir... Warte, das können wir noch kaufen. Und wir sind pleite. Nee, jetzt sind wir pleite. Zack. Ich habe auch fast alles. Straßenlichter, zack. McDonald's, nein. Also du bist Millionär, Leute. Schaut mal oben rechts. McDonald's-Millionär. Alter. Oh, guck mal. The thing you want when you order... Was, das Ding, was du möchtest, wenn du Salat bestellst? Nee, dann möchte ich eigentlich Salat. Aber gut, da wird sich die Marketingabteilung schon was dabei gedacht haben. Ob das ein Originalschild ist? Alter, das ist das hässlichste McDonald's-Zeichen, was ich je gesehen habe. Das kann man nicht mal lesen. Nee, aber eigentlich, jetzt mal im Ernst, der sieht eigentlich mega nice aus. Da muss man schon mal sagen. Der sieht echt nice aus. Wir sind fertig, Leute. Wir haben alles gekauft mit einem kleinen Trick. Das muss ich wohl zugeben. Aber das war trotzdem ziemlich nice. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst ein Like da und abonniert. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Tschö. Tschüss.